Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir, programmieren Felder. Und zwar haben wir jetzt gehört, wie eine ArrayList funktioniert und genau das wollen wir jetzt machen. Okay? Wir wollen jetzt eine ArrayList programmieren, also ein Array, ein Feld, welches sich in der Länge ändern kann. Kann sogar mehr, kann unterschiedliche Elemente beinhalten, aber das wollen wir jetzt gar nicht verwenden. Also ich werde jetzt das hier in meinem Programm entsprechend erweitern. Okay, also werde ich den entsprechend erweitern und ich werde da einfach eine ArrayList dazu schreiben. Fangen wir an. Ja? Also eine ArrayList, haben wir gesagt, fängt mit ArrayList an. Und da machen wir ist gleich einen Namen, Zahlen, Werte und jetzt nehme ich Dynamik. Dynamic, ja, das ist ein guter Name, ist gleich New ArrayList. So, jetzt habe ich alles richtig geschrieben, aber es ist trotzdem unter Welt. Warum ist es unter Welt? Weil wir haben ja gesagt, wir brauchen eine Bibliothek und diese Bibliothek müssen wir mit einer Using-Anweisung einbinden und das war das System.collections, da ist es. Das ist das, was ich haben will. Und auf einmal, schauen wir uns das an, auf einmal ist es da. Okay? Gut. Ja. Ich werde jetzt sagen, das kopiere ich. Da schau es an. Ja. Lehne das Array Dynamic. Ja. Und das wird Dynamic. Punkt, was haben wir gesagt? Was ist die Länge da in dem Fall? Count, ja, Anzahl. Das schaut ganz gut aus. Ja, jetzt haben wir 0. Theoretisch sollten wir das übersetzen können. Übersetzen wir, überprüfen wir das, übersetzen wir das. Und eigentlich müsste dann einfach dastehen, Länge des Array, Dynamic 0. Ja, aha, ja. Okay, Länge des Array, Dynamic ist 0. Passt. Ja, das haben wir erwartet. Also wir haben noch keinen Eintrag da drinnen. Ja? Wenn wir da oben das zum Beispiel Länge des Array Werte, also genau das da oben auch hinschreiben, machen wir das. Schreiben wir es in der Reihenfolge, wie wir das gemacht haben. Ja? Geht schon. Play. Länge des Array Zahlen 20, Länge des Array Werte 5. Unhandled Exception, was ist da jetzt wieder? Achso, das ist logisch. Das kann ich nicht, weil ich habe noch keine angelegt. Das wird da unten mit New Int erst angelegt. So, sind wir da? Länge des Array 20, 5. Da unten 20, 5. Passt. Also hat sich nichts geändert. Und jetzt werden wir hier einfach dazufügen, ja, und zwar sagen wir dynamic, ja, Punkt add, ja. Und wir adden natürlich genau das gleiche, ja. Wird da hinzugefügt und da unten schauen wir so, ja, wie lang ist denn das jetzt, wie lang ist denn das jetzt? Schauen wir uns das an. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, das gebe ich nicht mehr aus. Das lösche ich weg. Das stört mich eher. Ja, play. Also, Länge des Array Zahlen 20. Es bleibt bei 20. Länge des Array 5 wird bei 5. Das ist dazugekommen. Okay, ich habe dann noch Arrays angelegt. Und Länge des Array Dynamic ist 0, Länge des Array Dynamic ist jetzt 20. Aha, jetzt haben wir auch in Dynamic 20 Einträge drinnen. Und jetzt wollen wir ja alles ausgeben von diesem Dynamic. Ja? Vielleicht schreiben wir hier console.write Werte aus Zahl dann machen wir Werte aus, dass wir sie ein bisschen auskennen, gell?
nicht als Zahl, sondern als Werte. Nehmen wir nicht Werte als Werte, sondern nehmen wir Inhalte. Inhalte. Und dann machen wir Inhalte aus Dynamic. Schauen wir uns das an. Also for each können wir wieder machen. For each. Und jetzt, was ist denn das? Ja? Ich habe gesagt, jetzt ist es im Moment ein Int. Okay? Aber wir schreiben Object. For each Object, ja, OBJ, in Dynamic, geht's los. Für jedes Objekt, ja, gib es aus. Console write 0. Ein Objekt, OBJ muss ich schreiben, müsste passen, schauen wir uns das an, Inhalte als Zahl, Inhalte als Werte, Inhalte als Dynamic, ja, sind alle gleich, ich habe das also hinzugefügt, wunderbar, ja. Jetzt bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden, jetzt sage ich da einfach, ja, da mache ich auch nochmal. Dynamic add i. Schauen wir, was jetzt passiert. Jetzt adden wir mehrere, viele verschiedene. Schau, jetzt haben wir 0, 0, 1, 2, 3, 1, 10, 11, 12, 13, 2, papapa. Ja, jetzt schauen wir, jetzt haben wir 25 Einträge, weil jetzt haben wir ein zusätzliches geaddet. Ja, also jetzt geht es von 0 auf 25 hoch. Das darf es auch. Und jetzt haben wir gesehen, was drinnen ist. Und jetzt sage ich, pass auf, jetzt lösche ich hier von Dynamic. Punkt remove. Und zwar möchte ich 2 removen. Schauen wir uns an, was passiert. Okay? Jetzt schauen wir sie wieder. Länge von Dynamic geben wir uns. Das schaue ich vielleicht hier hin. Ja? Und jetzt kopiere ich das alles. Jetzt kopiere ich genau das und schreibe das da unten hin. Länge von Dynamic, papa, genau das gleiche mache ich jetzt. Einfach kopiert. Schauen wir uns an, was jetzt passiert. Gell? Also Länge aus Dynamic ist 25, wir haben 0, 0, 1, 2 und so weiter. Papapapa. Und ja, das Write Line war vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man es noch irgendwo dazu geschrieben hätte. Dann können wir es besser lesen. Jetzt in der nächsten Zeile steht. Schau, 25. Jetzt sage ich einmal Delete 2 und was ist jetzt weg? Der erste 2er ist weg. Der 2er, der zweite 2er ist nicht weg. Ja? Der zweite 2er ist drinnen geblieben, aber der 2er ist weg. Der 2er ist weg, fort ist er. Ja? Und die Länge ist auch Nummer 24. Und da, wie wir sehen, da geht es 3, 1, 3 und da geht es 1, 2, 3. Der erste 2er, der gefunden wurde, ist weg. Ja? Ich habe gesagt Remove 2. Wenn ich jetzt sage Remove Add 2, ja? Also bei der Stelle 2, schauen wir uns an, was da passiert. Natürlich wird es auch um 1 kürzer, statt 25 habe ich jetzt 24 und die Stelle 2, wo ist die? 0, 1, 2, tatsächlich, der ist weg. Also jetzt ist die Stelle 2, das was an der Index 2 steht, 0 basierender Index, ja, das ist jetzt fort. Also das ist der Unterschied zwischen Remove und Remove Add. Okay? Ja. So funktionieren also diese dynamischen Array-Lists. Wie gesagt, müssen wir halt das System Collections usen, aber das war's. Jetzt habe ich hier schon eine Sache gemacht. Ich habe hier praktisch genau das, was ich eigentlich, habe jetzt zweimal, nämlich hier und hier drinnen. Ja?
Und ich kann sagen, das ist schier. Ja? Warum ist es schier? Es gefällt mir nicht, es gefällt keinem Menschen, wenn er, stell mir vor, da haben wir einen Fehler drin. Ja? Allein das, haben wir einen Fehler drin und wir müssen das ändern. Ja? Und dann müssen wir es auf 10 Stöne ändern, weil vielleicht machen wir nur mal so Remove und was weiß ich was und dann wollen wir wieder schauen, was nach. Hörst. Ja? Warum muss man das zweimal schreiben? Es macht den Code länger, wenn ein Fehler drin ist oder eine Änderung, dann muss ich dich an verschiedenen Stellen durchführen. Nein, das ist nicht gut. Deswegen gibt es die Methode der Methoden. Ja, es gibt eine Programmiertechnik, die heißt, man kann eine sogenannte Methode programmieren. Da schreibt man was hinein, was man öfter verwenden will. Wie das funktioniert, solche Methoden, werde ich im nächsten Video kurz erklären. Und vorher reden wir aber noch, bevor wir Methoden machen, machen wir noch Kommentare. Ist vielleicht sinnvoller. Ja? Also, nächstes Video, Kommentare. Das wird sein. Ja? Weil schon langsam wird es schon so komplex, dass wir hin und wieder einen Kommentar hinzufügen müssen. Das machen wir. Nächstes Video, Kommentare. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.